herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer heutigen 7. Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Wir haben jetzt ja im ersten Teil der Vorlesung kennengelernt, wie wir Informationen über unterschiedliche Nervenzellen in unseren unterschiedlichen Sinnessystemen über unsere unterschiedlichen Pfade zum zentralen Nervensystem hintransportieren. Und jetzt wollen wir uns mal genauer anschauen, wie eigentlich genau diese Organisation unseres Nervensystems realisiert ist. Das Erste, was wir uns dabei anschauen müssen, ist das sogenannte rezeptive Feld. Das Konzept der rezeptiven Felder, das sollten Sie eigentlich noch aus der allgemeinen Psychologie kennen. Dieses rezeptive Feld, das beschreibt den Bereich der Umwelt, der von einem Neuron, von einem Nervensystem abgedeckt wird. Also, welcher Bereich unserer Umwelt kann ein ganz bestimmtes Neuron, ein ganz bestimmtes ganz bestimmte Nervenzelle aktivieren? Wenn wir uns das beispielsweise in unserem visuellen System anschauen, unserer Retina, dann haben unsere einzelnen Sehsinneszellen ein rezeptives Feld. Das bedeutet, Licht aus dem mich umgebenden Raum trifft auf meine Retina und jeder Bereich meiner Retina ist für einen ganz bestimmten Bereich in meinem Raum sensibel. Das heißt also, jede Nervenzelle ist relevant für die Wahrnehmung eines ganz bestimmten Raums, einer ganz bestimmten Rauminformation. Im somatosensorischen System, also auf unserer Haut, ist es ganz ähnlich. Da haben wir eben hier in unserer Haut Rezeptoren und diese Rezeptoren haben ein rezeptives Feld, nämlich die bedecken, also die versorgen einen ganz bestimmten Bereich auf unserer Haut. Also, wenn ich auf meine Haut drauf drücke, dann wird ein ganz bestimmtes Neuron, ein ganz bestimmter Rezeptor, eine ganz bestimmte Nervenzelle aktiviert und je nachdem, wo ich meine Haut berühre, werden hier eben unterschiedliche Rezeptoren, unterschiedliche Nervenzellen aktiviert und der Bereich meiner Haut, der eben einen Rezeptor, eine Nervenzelle aktiviert, der wird als rezeptives Feld dieser Nervenzelle beschrieben. Hier auf dem Schaubild sehen Sie mal, dass diese rezeptiven Felder, die sind nebeneinander angeordnet, also benachbarte Bereiche auf meiner Haut werden von benachbarten Neuronen versorgt und diese benachbarten Neurone haben natürlich auch benachbarte rezeptive Felder auf meiner Haut. Diese Neurone, die wird dann nicht komplett parallel isoliert verarbeitet, sondern wir haben hier einen sogenannten konvergenten Prozess. Also diese vielen parallel laufenden Informationen werden in diese Signalkaskade, also der Weiterleitung von Informationen aus unseren Sinneszellen über unser Rückenmark, über den Thalamus bis in den Neokortex konvergiert, also verschaltet, miteinander integriert, um hier so komplexe Informationen und komplexe Wahrnehmung zu ermöglichen. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt einen Bereich in meinem zentralen Nervensystem anschaue, beispielsweise in meinem somatosensorischen System. Wir schauen uns nochmal an, wo liegt unser somatosensorisches System. Hier haben wir unsere Zentralfurche und hinter der Zentralfurche, da liegt das somatosensorische System. Und in diesem somatosensorischen System gibt es einen ganz bestimmten Bereich, das sogenannte Handareal, Handknob genannt, das für die Wahrnehmung beispielsweise aus unserer Hand relevant ist. Und ich kann jetzt die Aktivierung in diesem Bereich des somatosensorischen Kortex messen, also eine Elektrode hier implantieren und kann einfach gucken, wie reagiert dieser Bereich hier im somatosensorischen System auf Berührungen an unterschiedlichen Orten auf meiner Hand. Und so kann ich dann eben schauen, für welchen Bereich meiner Hand, also für welchen Bereich auch meiner Umwelt, ist dieses eine Neuron in meinem somatosensorischen System relevant. Also auch dieses Neuron hier in meinem somatosensorischen Kortex hat ein rezeptives Feld, nämlich dieses rezeptive Feld beschreibt im Grunde, welcher Bereich von meiner Haut aktiviert dieses eine Neuron in meinem somatosensorischen Kortex. Und Sie sehen es jetzt hier, das ist keine sonderlich scharfe Trennung. Also je weiter wir uns von unseren Rezeptoren wegbewegen, also je weiter wir in unserer Hierarchie in unserem sensorischen System kommen, desto komplexer und desto größer werden
diese rezeptiven Felder, da hier die Information von sehr einfachen rezeptiven Feldern über einen konvergenten Prozess zu komplexen rezeptiven Feldern verschaltet werden. Wir sehen es jetzt hier also, ich messe ein Neuron, einen ganz bestimmten Bereich im somatosensorischen Kortex und sehe, okay, dieser Bereich, der wird aktiviert, sowohl wenn ich meine Daumenspitze berühre, als auch wenn ich hier meine Daumenwurzel berühre. Der wird auch aktiviert, wenn ich hier meinen Zeigefinger berühre, aber der wird hier deutlich weniger aktiviert, wenn ich beispielsweise meinen kleinen Finger berühre. Also nah beieinander liegende Bereiche, wie hier Daumen und Zeigefinger, die liegen ja nah beieinander, aktivieren also hier einen nah beieinander liegenden Bereich in meinem somatosensorischen Kortex. Hier liegen also die rezeptiven Felder nah beieinander, werden also miteinander verschaltet. Aber entfernt liegende Bereiche, wie beispielsweise mein kleiner Finger und mein Daumen, die werden nicht gemeinsam verarbeitet. Hier kommt es also nicht zu so einer gemeinsamen Verschaltung und zu einer gemeinsamen Aktivierung. Das heißt, unsere sensorischen und auch unsere motorischen Areale sind topisch organisiert. Wir haben also eine sogenannte Topographie, also eine ganz bestimmte räumliche Anordnung der Information in unseren sensorischen Systemen. Und diese räumliche Anordnung, die ist ganz grob so organisiert, dass benachbarte Bereiche von unserer Umwelt auf benachbarten Bereichen in unserem Nervensystem verarbeitet werden. Diese topische Ordnung, die kennen Sie vielleicht schon aus dem visuellen System, da haben wir eine sogenannte Retinotopie. Diese Retinotopie bedeutet, dass benachbarte Bereiche auf meiner Retina, also auf meiner Netzhaut, auch auf benachbarten Bereichen in meinem visuellen Kortex verarbeitet werden. Im auditorischen System haben wir eine sogenannte Tonotopie. Da haben wir eine Anordnung nach Frequenzen, also nach Tonhöhen. Und benachbarte Bereiche in unserem auditorischen Kortex werden durch benachbarte Frequenzen aktiviert. Und hier in unserem somatosensorischen System, da haben wir eben eine Somatotopie, also eine Anordnung entlang unserer Körperoberfläche, dass benachbarte Bereiche unserer Körperoberfläche auch auf benachbarten Bereichen unseres somatosensorischen Kortex verarbeitet werden. Hier auf dem Schaubild sehen Sie mal eine somatotope Karte aus dem somatosensorischen System eines Eulenaffen, Old Monkey. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ein Old Monkey aussieht, aber es ist eine Affenart, also vermutlich ein naher Verwandter des Menschen, wird also bei Menschen ganz ähnlich ausschauen. Und hier sehen Sie eben, dass diese Ordnung sehr, sehr fein ist. Also wenn wir uns hier genau diesen somatosensorischen Kortex anschauen, dann finden wir hier eine sehr spezialisierte Aktivierung, beispielsweise hier in der Brodmann-Area 1, eben unserem primären somatosensorischen Kortex, dass hier eben benachbarte Bereiche, also einzelne Fingerglieder an benachbarten Orten hier verarbeitet werden. Wir haben also eine sehr, sehr detaillierte, sehr genaue Verarbeitung hier in benachbarten Arealen. Das Interessante an dieser topischen Organisation ist, dass die nicht fest ist, sondern die ist auch variabel, die kann sich also auch über die Zeit verändern. Beispielsweise in unserem somatosensorischen System und unserem motorischen System haben wir eben diese parallele Organisation von benachbarten Arealen. Aber die Größe der einzelnen Areale ist dabei nicht immer gleich, sondern wir haben ja diesen sogenannten Homunculus, der erstmal beschreibt, okay, Areale, die eine stärkere sensorische Innervation haben, also die mit mehr Nervenfasern innerviert werden, die sind auch größer repräsentiert. Aber diese Größe der Repräsentation, die ist tatsächlich abhängig von sowohl Input, also der Information, die ich aufnehme, als auch der Efferent-Information, also der Aktivierung dieses Bereiches. Es gibt dazu schöne Arbeiten, die tatsächlich auch zeigen, wie sich diese Verarbeitung verändern kann. Hier ist ein Beispiel von einer MEG-Studie, also einer magnetenzephalographischen Studie, die sich angeschaut hat, wie wird diese Organisation und diese Stärke der Aktivierung im somatosensorischen Kortex verändert, wenn Sie ein Saiteninstrument lernen. Also wir haben hier String Players, also Menschen, die haben ein Saiteninstrument gelernt, also es war hier
wenn ich mich recht erinnere, was das Cello oder die Geige haben gelernt, das zu spielen. Und wir haben Kontrollprobanden, die das eben nicht gelernt haben. Und man sieht hier, dass durch das Spielen, hier Sie sehen es in diesen schwarzen Pfeilen, durch das Erlernen dieses Instruments hat sich hier diese Organisation in unserem Neokortex plastisch verändert. Also, das ist keine feste, keine fixe Anordnung. Dieser Bauplan, der ist vorgegeben, aber die Größe der einzelnen Areale ist variabel und hängt von der Aktivierung und dem Input ab. Also auch bei Ihnen, wenn Sie jetzt noch ein Instrument lernen wollen, kann es hier eben zu plastischen Veränderungen hier in diesen sensorischen Systemen kommen. Das Gleiche gilt für unser auditorisches System, für unser visuelles System. Das ist also ein ganz grundlegender Prozess. Diese Anordnung in unseren sensorischen Systemen, die folgt dabei einer Hierarchie. Wir haben hier also eine Verschaltung von unterschiedlichen Verarbeitungsstufen. Wir haben es schon so ein bisschen kennengelernt. Es gibt ja beispielsweise einen primären visuellen Kortex, einen sekundären visuellen Kortex. Es gibt einen primären auditorischen und einen sekundären auditorischen Kortex. Erinnern Sie sich nochmal an letzte Woche. Da hatten wir eben diese unterschiedlichen Areale kennengelernt, die wir hier in unseren unterschiedlichen Bereichen im Gehirn haben. Das heißt, diese hierarchische Organisation bedeutet, dass Informationen von unseren primären sensorischen Arealen zu den sekundären sensorischen Arealen weitergegeben wird. Und hier kommt es eben zu einem sogenannten konvergenten Prozess, dass diese Information kombiniert wird zu komplexeren Reizen. Hier läuft also die Information von vielen Nervenzellen auf eine nachfolgende Nervenzelle, auf ein nachfolgendes Areal zusammen. Das heißt, höhere Areale in der Hierarchie, höher stehende Areale, verarbeiten hier komplexere Reize. Hier werden also einfache Reize zu komplexen Reizen kombiniert. Beispielsweise eben in unserem somatosensorischen System, die reine Aktivierung von einzelnen Fingergliedern wird zu einer kombinierten Wahrnehmung unserer Hand kombiniert. Oder im visuellen System, die Wahrnehmung einzelner Hell-Dunkel-Unterschiede wird zu Streifen kombiniert und Streifen werden dann zu Ecken und Kanten und schließlich zu komplexen Informationen kodiert. Das ist also hier die Konvergenz, also dieses Zusammenfügen von Informationen. Gleichzeitig parallel dazu haben wir einen zweiten Prozess, die sogenannte Divergenz. Das bedeutet, dass eine Information, die wird nicht nur in eine Richtung, an eine nachfolgende Information weitergegeben, sondern die teilt sich auch. Also beispielsweise eine Nervenzelle kann Informationen an mehrere nachfolgende Areale weiterleiten. Also nehmen wir es beispielsweise hier im visuellen System, eine Nervenzelle, die einen horizontalen Streifen kodiert, also ein rezeptives Feld für einen horizontalen Streifen hat, die ist natürlich beteiligt an beispielsweise der Wahrnehmung eines Dreiecks oder eines Vierecks oder eines Parallelogramms. Also hier haben wir quasi die gleiche Information, die kann auch divergent an ganz unterschiedliche Areale weitergeleitet werden. Wichtig dabei ist, dass wir eine funktionelle Gliederung in unserem Nervensystem haben. Wir haben es ja letzte Woche schon kennengelernt, hatten wir ganz grob uns angeschaut, okay, welche Bereiche unseres Neokortex beispielsweise sind für eine ganz bestimmte Funktion relevant. Da hatten wir beispielsweise hier unseren Okzipitallappen, unseren visuellen Kortex, unseren Temporallappen mit dem auditorischen Kortex, unseren Parietallappen mit dem somatosensorischen Kortex, unseren Frontallappen mit dem Motorkortex kennengelernt. Also hier so eine ganz bestimmte funktionelle Organisation. Und hier ganz wichtig dabei ist eben, dass es auch innerhalb dieser Areale eine funktionelle Organisation gibt, dass benachbarte Areale eine hierarchische Verarbeitung darstellen. Wir können es hier mal in der vereinfachten Darstellung uns anschauen. Wir haben eben hier farblich kodiert unterschiedliche Bereiche in unserem zentralen Nervensystem und Sie sehen hier, dass benachbarte Areale entlang dieser Hierarchie Informationen weitergeben. Also beispielsweise Informationen wird von V1 zu V2 zu V3 weitergegeben, im auditorischen Kortex eben von A1 zum auditorischen A1, A2, A3 weitergegeben. Und dann wird diese Information entlang dieser Hierarchie auch zwischen den unterschiedlichen
Arealen kombiniert, in den sogenannten Assoziationsarealen, Associate Cortex, hier mit AC oder PC bezeichnet, die hier eben dann tatsächlich diese Weiterleitung entlang dieser größeren Informations, diese integrative Informationsverarbeitung bereitstellen. Das heißt, wir haben in unserem Gehirn sogenannte serielle und parallele Informationsverarbeitung. Seriell bedeutet hier, wir haben eine hierarchische Anordnung. Information wird also zuerst in unserem primärsensorischen Areal verarbeitet, dann an das sekundäre sensorische Areal weitergeben, von da an tertiäre sensorische Areale, um dann in Assoziationsarealen mit anderen Sinnen kombiniert zu werden. Parallele Pfade bedeutet hierbei, dass Information nicht nur auf einem Signalweg verarbeitet wird, sondern gleiche Information oder ähnliche Information auf ganz vielen parallelen Pfaden verarbeitet wird. Denken Sie nochmal an unser somatosensorisches System. Da wird ja beispielsweise eine leichte Berührung und eine starke Berührung auf parallelen Pfaden von unserer Haut über das Rückenmark in unseren Neokortex verarbeitet. Und genauso wird dann auch diese parallele Information hier weiterverarbeitet. Wir haben also nicht nur einen Informationspfad, sondern ganz viele gleichzeitig aktive Informationspfade. Und diese Informationspfade, die teilen sich dann eben nach ganz bestimmten Funktionen. Beispielsweise im visuellen System haben wir einen dorsalen und einen ventralen Strom, also dorsal der Wo-Strom, hier die Eselsbrücke, dorsal dort, der also hier räumliche Informationen kodiert, oder der ventrale Strom, der hier die Was-Information, also die Objektidentifikation betreibt. Und so wird hier so quasi Information wird geteilt und in parallelen Pfaden ganz spezialisiert verarbeitet und weitergeleitet. Das Ganze ist natürlich keine Einbahnstraße, also Information, die wir in dieser Hierarchie auf parallelen Pfaden verarbeiten, die kommt ja dann irgendwann in unseren Assoziationsarealen an, wie beispielsweise dem Präfrontalkortex oder dorsolateralen Präfrontalkortex oder orbitofrontalen Kortex. Und hier wird dann Information integriert und mit Erwartungen abgeglichen. Hier werden also beispielsweise dann komplexe Handlungsstrategien entworfen. Und diese komplexen Handlungsstrategien, diese komplexen kognitiven Vorgänge, die müssen natürlich auch wieder dann unser Gehirn verlassen. Die müssen also irgendeinen Effekt haben, die müssen also hier irgendwelche efferente Informationen darstellen. Wir haben hier also auch rücklaufende Informationen, sogenannte Top-Down-Informationen, die dann aus unseren Assoziationsarealen zurück auf unsere sensorischen Areale läuft und hier die Wahrnehmung eben beeinflussen kann. Ein Beispiel dafür ist eben unsere Aufmerksamkeit. Das ist ein höherer kognitiver Prozess. Und diese Aufmerksamkeit, die kann über absteigende Pfade dann die Arbeit in unseren primären sensorischen Arealen beeinflussen. Das heißt also, Informationsverarbeitung in unserem Nervensystem ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur darum, dass wir Informationen aufnehmen und dann verarbeiten und dann ist Schluss. Oder es geht nicht darum, ich generiere ein Handlungsmuster und leite das weiter und dann ist Schluss. Sondern diese motorischen Informationen und sensorischen Informationen, also Efferenzen und Afferenzen, die stehen in einem ständigen Ausgleich, in einer ständigen Kommunikation miteinander und wir haben einen ständigen, fortlaufenden, integrativen Prozess, dass Information ständig miteinander abgeglichen wird. Also hier die einfache Information wird dabei immer zu komplexeren Mustern kombiniert und diese kombinierte Information wird an andere Areale weitergeleitet und wir haben hier auch ständig Feedback-Prozesse, wo wir eben abgleichen, diese kombinierte Information mit einfachen Informationen, die dann eben dazu beitragen, diese Informationsverarbeitung auch zu beeinflussen, zu verbessern oder zu verändern. Beispielsweise, wenn wir ein ganz bestimmtes Objekt sehen, ich sehe beispielsweise eine Tasse, dann werden erstmal diese einzelnen Bausteine der Tasse, also Farbe, Form, Größe, Position, diese einzelnen Informationen werden parallel verarbeitet und werden dann entlang der Hierarchie zu einer komplexen Wahrnehmung zusammengefasst, dass ich dann ein komplexes Bild einer farbigen Tasse an einem ganz bestimmten Ort im Raum wahrnehmen kann. Und wenn ich jetzt die Intention fasse, ich möchte diese
Tasse greifen, dann wird eben erstmal dieses Handlungsmuster generiert, also dieses Handlungsmuster, Tasse greifen wird generiert und übersetzt in einzelne Muskelbewegungen. Aber diese Muskelbewegungen, die müssen natürlich mit meiner visuellen Information abgeglichen werden. Also ich muss natürlich meine Handform an die Tasse anpassen. Also es bringt nichts, wenn ich mit einer Faust auf eine Tasse zugehe, sondern ich muss ja meine Hand irgendwie an die Form der Tasse anpassen. Also diese visuelle und diese motorische Information müssen miteinander angeglichen werden, um hier dann entsprechend meine Handlungsintention, meine Handlung zu verändern. Das ist eben so ein Beispiel für so eine Integration, integrative Informationsverarbeitung, wo eben ständig abgeglichen wird, was möchte ich machen, welche sensorische Information habe ich, wie kann die sensorische Information meine Intention verändern, meine motorische Aktivität verändern und natürlich auch, wie verändert meine motorische Aktivität mein visuelles Bild. Also beispielsweise verdeckt meine Hand die Tasse, habe ich also hier auf einmal kein visuelles Feedback mehr. Und diese Feedback-Prozesse, die haben wir im Grunde in all unseren Wahrnehmungsprozessen. Und jetzt habe ich Ihnen hier mal zwei Beispiele mitgebracht, bei denen Sie eben an sich selber überprüfen können, welchen Einfluss haben denn eigentlich solche Feedback-Prozesse auf meine einfache auditorische und visuelle Wahrnehmung. Also, welchen Einfluss hat beispielsweise Vorwissen auf meine visuelle Wahrnehmung? Ich habe Ihnen hier mal ein Schwarz-Weiß-Bild mitgebracht, das kennen Sie vielleicht schon, das ist ein ganz populäres Bild. Hier so ein Fleckenbild und auf diesem Fleckenbild versteckt sich ein Hund, da versteckt sich ein Dalmatiner. Und jetzt können Sie sich mal überlegen, wissen Sie, wo der Dalmatiner ist? Ich werde es Ihnen auch gleich hier einzeichnen. Der Dalmatiner versteckt sich im Grunde genau in der Mitte des Bildes. Wir sehen ihn von hinten. Wir sehen also zuerst sein Hinterbein und dann hat er nach vorne und hat so seinen Kopf so ein bisschen nach unten. Dann, wenn Sie dieses Vorwissen haben, dann sehen Sie, aha, natürlich, klar, jetzt sehe ich ihn. Und wenn Sie dieses Bild das nächste Mal sehen, dann können Sie dieses Vorwissen abrufen und dieses Vorwissen können Sie nutzen, um dieses komplexe Bild tatsächlich schon zu dekodieren, zu erkennen, hier also für Sie klarer zu machen. Das ist ein Beispiel dafür, wie Vorwissen, wie komplexe Information unsere einfache sensorische Information verarbeiten kann. Und ich habe Ihnen jetzt hier auch noch zwei Beispiele aus dem auditorischen System mitgebracht, bei denen Sie sich mal überlegen können, verstehen Sie hier, was in diesem ersten, in dieser ersten Tonspur gesagt wird? Das ist ein ziemlich verrauschtes Signal, also so wie ein bisschen, wie wenn Sie in einer schlechten Videokonferenz sitzen und Sie hören im Grunde nichts Genaues, dann klingt das in etwa so. Und jetzt spiele ich Ihnen mal das klare auditorische Signal vor. The juice of lemons makes fine punch. Also Sie hören hier, der klar gesprochene Satz war, the juice of lemon makes fine punch. The juice of lemons makes fine punch. Und jetzt spiele ich Ihnen nochmal das erste auditorische Signal vor. Jetzt haben Sie schon Vorwissen, jetzt wissen Sie schon, was in dem Satz drinsteht. Jetzt können Sie sich mal überlegen, verändert dieses Vorwissen Ihre auditorische Wahrnehmung? Und Sie haben vielleicht gemerkt, okay, das ist das gleiche Signal wie vorhin, aber Ihr Vorwissen führt dazu, dass Sie jetzt dieses auditorische Signal besser dekodieren, besser verstehen können. Also hier Top-Down-Information, Vorwissen beeinflusst unsere Aktivität in sensorischen Kortizes. Diese Aktivierung von sensorischen Kortizes, die können wir auch experimentell untersuchen. Wir können also untersuchen, beispielsweise, welche Faserverbindungen gibt es denn in unserem Gehirn und welche Faserverbindungen beeinflussen denn beispielsweise unsere Wahrnehmung. Und eine ganz wichtige Technik zum Nachvollziehen dieser Faserverbindungen im Gehirn ist das sogenannte Diffusion Tensor Imaging, DTI genannt. Dieses Diffusion Tensor Imaging ist eine Technik, die kommt aus der MRT-Forschung, also es wird auch im MRT durchgeführt, aber im Gegensatz zum MRT messen Sie hier nicht den Spin, die Auslenkung von Protonen, sondern Sie messen die Wanderung von Wasserstoff entlang im Gehirn. Also, und das Interessante dabei ist, dass dieser Wasser
Der bewegt sich nicht frei in unserem Gehirn, sondern der ist, hat eine sogenannte anisotrope Eigenschaft. Der bewegt sich also bevorzugt in ganz bestimmte Richtungen. Und der bewegt sich nämlich entlang unserer Axone. Der bewegt sich also nicht quer durch die Axone, sondern er bewegt sich entlang der Axone. Wir können also durch die Wanderung dieses Wasserstoffs nachvollziehen, in welcher Richtung liegen denn Axone in unserem Gehirn. Und mit diesem Diffusion Tensor Imaging können wir also diese langen, diese longitudinal und Kommissurenfasern, also können wir diese ganzen Faserverbindungen in unserem Gehirn genau nachvollziehen, um dann auch zu schauen, welche Verbindungen können denn beispielsweise einen Top-Down-Einfluss oder einen Bottom-Up-Einfluss aufeinander haben. Genauso können wir mit dem fMRI, also mit dem funktionellen Magnet-Imaging, uns anschauen, welche funktionellen Netzwerke finden wir denn im Gehirn. Also wir können beispielsweise diese sogenannte BOLD-Aktivität, die Blood Oxygenation Dependent Activity, also die Veränderung des Magnetismus des Blutes, die wir ja mit dem fMRT messen, korrelieren mit ganz bestimmten kognitiven Prozessen. Also, wenn ich Sie beispielsweise in den MRT-Scanner lege und Sie bitte, Ihre Augen aufzumachen, Ihre Augen zuzumachen oder Matheaufgaben zu machen und im Gegensatz zu keine Aufgaben machen, dann kann ich eben schauen, wie verändert sich dieser Bolt, dieses Bolt-Signal in Abhängigkeit von ganz bestimmten Aufgaben. Und aus dieser Korrelation zwischen Bolt-Signal und ganz bestimmten Aufgaben kann ich dann sogenannte funktionelle Karten erstellen, die mir einen Aufschluss darüber geben, welche Bereiche im Gehirn dann gemeinsam aktiviert sind und gemeinsam beteiligt sind an ganz bestimmten kognitiven Funktionen. Und da sehen wir dann eben beispielsweise, bei visueller Verarbeitung ist eben nicht nur unser visueller Kortex beteiligt, sondern sind eben auch noch ganz bestimmte andere Areale beteiligt. Und so können wir eben diese komplexe Informationsverarbeitung dann hier zusammenfügen. Das Gleiche gilt, wenn wir uns die tatsächliche neuronale Aktivität anschauen. Beispielsweise über das EEG oder das MEG können wir ja den Zeitverlauf der postsynaptischen Potenziale, also die Aktivität an postsynaptischen Potenzialen messen, können also mit einer sehr hohen zeitlichen Auflösung die Aktivität in unserem Nervensystem nachvollziehen. Das heißt, wir bekommen aus diesem Signal bekommen wir einen Zeitverlauf und diesen Zeitverlauf, den können wir in unterschiedlichen Bereichen in unserem Gehirn messen. Wir können hier beispielsweise den Zeitverlauf der Aktivität in unserem primären visuellen Kortex messen und wir können ihn messen im sekundären visuellen Kortex, im tertiären oder dann im Parietallappen in Assoziationskortices. Und wir können diese Zeitverläufe miteinander korrelieren. Dazu gibt es ganz bestimmte Maße, wie beispielsweise die Granger Causality, die untersucht, wie korreliert sind denn zwei zeitliche Signale und in welchem zeitlichen Versatz sind denn diese beiden Signale miteinander korreliert, um dann zu sagen, okay, ich habe eine hohe Korrelation zwischen zwei Signalen hier in zwei Arealen, aber diese Korrelation hat einen ganz bestimmten zeitlichen Versatz, dass hier unser eines Areal immer früher aktiviert ist als das nachgeschaltete Areal und dann können wir aus diesem zeitlichen Versatz die Informationsweiterleitung errechnen. Können hier also hier den Informationstransfer in diesen neuronalen Netzwerken nachvollziehen. Und anhand dieser Untersuchung von dem Informationstransfer, anhand von beispielsweise dieser Korrelation, dieser Granger Causality, können wir dann diese hierarchischen Netzwerke in unserem Gehirn nachvollziehen. Hier habe ich eben hier mal ein Beispiel mitgebracht, wie eben ganz bestimmte der Informationstransfer entlang der Hierarchie im visuellen System organisiert ist. Da haben wir eben die Verarbeitungsstufen in unserem visuellen System und die Informationsweitergabe in unserem visuellen System. Und das Interessante dabei ist jetzt, dass diese Informationsweitergabe in unterschiedliche Richtungen, also bottom-up und top-down, mit ganz bestimmten neuronalen Signaturen, also ganz bestimmten Signalen assoziiert ist. Also wir haben hier unterschiedliche Signale, die entlang dieser unterschiedlichen Verarbeitungshierarchien Informationen transportieren. Und das ist gerade ein ganz spannendes Forschungsfeld, herauszubekommen, welche Anteile eines neuronalen Signals eigentlich mit der efferenten und der afferenten Informationsverarbeitung zusammenhängen. Wir wissen es noch nicht, wir haben einige Hypothesen, dass beispielsweise hochfrequente Aktivität
mit Bottom-up-Informationsverarbeitung zusammenhängt, niederfrequente Aktivität mit Top-down-Informationsverarbeitung. Aber das ist ein ganz spannendes Forschungsfeld, in dem sich gerade in den Neurowissenschaften unglaublich viel tut. Diese neuronalen Netze und diese neuronale Signalverarbeitung in komplexen Netzen, die ist aber nicht nur für unsere sensorische und motorische Informationsverarbeitung relevant, sondern die ist auch beispielsweise relevant, wenn wir Dinge lernen. Und hier kommt das Schlagwort der Haptischen Zellverknüpfungen zur Sprache. Es wird hier ganz wichtig. Die Haptische Regel besagt, Cells that fire together, wire together. Also Nervenzellen, die gemeinsam aktiv sind, die bilden über synaptische Verschaltungen neuronale Netzwerke aus. Wir haben ja schon kennengelernt den Prozess der Langzeitpotenzierung. Sie erinnern sich nochmal, Langzeitpotenzierung, das war die Veränderung der synaptischen Verschaltung zwischen zwei Nervenzellen in Abhängigkeit einer Aktivierung. Und über diese Langzeitpotenzierung kann ich jetzt die Verbindung zwischen zwei Nervenzellen verstärken. Und damit kann ich also hier in dieser Verbindung von zwei Nervenzellen neuronale Netzwerke aktivieren. Und dieses Haptische, und dabei ist eben diese Haptische Regel, Cells that fire together, wire together, deswegen nennt man das Haptisches Lernen. Also Haptisches Lernen bedeutet, ich habe eine Information, die kommt in ein Netzwerk rein und hier wird dann Information verknüpft und in dieser Verknüpfung wird dann diese Information kodiert, also in diesem Gewicht, also in der Stärke der Verbindung an synaptischen Übertragungen wird eigentlich dann tatsächlich die Information kodiert. Und so kann ich hier beim Lernen, im Bilden von solchen neuronalen Netzwerken in meinem Hippocampus Informationen kodieren. Also hier in diesem Zusammenspiel zwischen Feedforward und Feedback Informationen, aufgrund derer dann neuronale Netzwerke gebildet werden, kann ich Informationen wirklich speichern, kann ich hier Gedächtnis anlegen. Das ist also quasi die Grundlage unseres Gedächtnisses. Also hier unsere Langzeitpotenzierung im Zusammenspiel mit dieser Feed-Forward- und Feedback-Informationsverarbeitung in neuronalen Netzwerken ist die Grundlage unseres Lernens. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Vorlesung, der 7. Vorlesung in der Vorlesungsreihe Biologische Psychologie. Sie hätten heute mitnehmen sollen, wie wir eigentlich Informationen in unserem Nervensystem transportieren, nochmal, wie wir eigentlich Informationen über unser Rückenmark zum zentralen Nervensystem transportieren, welche unterschiedlichen Sinneszellen, unterschiedlichen Sinnesorgane wir eigentlich auch haben, auch nochmal hier aktivieren, was ist eigentlich ein rezeptives Feld und was ist die topische Ordnung in unseren sensorischen Systemen, um dann am Ende eben hier diese Konzepte der seriellen und parallelen Informationsverarbeitung kennenzulernen und auch hier dieses Konzept der funktionellen Netzwerke schon einmal anzureißen. Wir sind jetzt ja mehr oder weniger zur Hälfte mit der Vorlesung durch. In der nächsten Vorlesung werden wir uns dann dezidiert mit unseren einzelnen motorischen und sensorischen Systemen beschäftigen. Sie haben jetzt ja die Grundlagen gelegt. Sie wissen jetzt alles darüber, wie wir Informationen eigentlich verarbeiten in unserem Nervensystem. Jetzt wollen wir das Ganze anwenden und kennenlernen, wie wir eigentlich unsere Umwelt wahrnehmen und unsere Umwelt beeinflussen können. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder.